Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Michelle und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe endlich mal einen Blog angefangen, den ich euch, ich glaube, Ende letzten Jahres oder Anfang diesen Jahres gezeigt habe, wo ich gesagt habe, ich zeige euch da auf jeden Fall Projekte mit. Und zwar sind das diese oder dieser Design Paper Pad Deluxe mit Folien. Und ich glaube, jedes Motiv ist insgesamt dreimal drin. Genau. Und ich habe quasi jetzt das erste Drittel verbastelt. Die habe ich noch über. Da kommt bestimmt noch mal ein Video. Mal sehen, was ich mir damit noch überlege. Und ich habe daraus Karten gebastelt aus dem ersten Drittel. Und die zeige ich euch jetzt mal. Und zwar habe ich wirklich die verschiedensten Karten gemacht, von ganz einfach, der Hintergrund ist komplett mit Motivpapier, Papier über kleine Elemente. Und die zeige ich euch jetzt. Das ist die erste Karte. Bei manchen habe ich noch die letzten Reste zur Dekoration innen verwendet. Und das Stempelset ist dieses hier vom Action, ein altes Set, und da habe ich einfach das Thank You genommen und habe es ausgeschnitten. Keine Deko weiter, ganz, ganz einfach. Also das sind super einfache Modelle, weil das Papier ja schon so viel für euch macht. Wenn ihr da jetzt noch anfangt, mit drei weiteren Farben zu arbeiten, wird es einfach zu viel. Und hier könnt ihr sehen, habe ich noch ein paar Halbperlen aufgesetzt. Passend sozusagen zu diesem Gold, damit man noch ein bisschen andere Textur hat. Dann habe ich diese Karte gemacht und der Spruch ist aus Kraft der Natur. Das war ein oder ist ein Set von Stampin' Up. Hier habe ich auch noch mal eine kleine Halbperle eingesetzt. Also ihr seht, ganz einfach, nicht viel. Dann habe ich diese gemacht. Ihr könnt natürlich auch immer mehrere Papiere miteinander kombinieren. Und das ist auch ein Set von Stampin' Up, und zwar Seriously the Best. Das gibt es aber nicht mehr. Und weil dieser Folieneffekt macht schon so viel für euch, dass man da wirklich nicht mehr viel zusätzlich einsetzen muss. Dann waren ja auch diese Spruchkarten dabei. Da habe ich einfach noch ein bisschen Papier in den Hintergrund gemacht. Und ich hatte so Organza und da habe ich einfach so Streifen gemacht. Und dann seht ihr hier, gibt es auch noch mal ein bisschen Struktur. Hier habe ich mal drei Papiere miteinander kombiniert und habe eine Handstanze genommen für dieses Etikett. Und der Spruch ist, glaube ich, aus den Eisblüten. Und habe auch unterschiedliche Foampads genommen, also flach aufgeklebt, 1 mm, 2 mm. Dadurch bekommt ihr auch einen schönen 3D-Effekt. Diese Karte ist wieder mit dem Spruch. Hier hatte ich so einen Reststreifen übrig. Ich denke mal, das war von diesem hier. Und den habe ich einfach genutzt, um den Spruch darauf zu platzieren. Und das ist das Reststück von diesem hier. Das hat einfach gut noch auf die Karte gepasst und da könnt ihr quasi die Reste auch gleich noch verwenden, um weitere Karten zu machen. Diese gehört definitiv zu meinen Favoriten. Ich finde diesen Aufleger, das ist zwar nicht foliert, aber halt eben so gelb-gold gedruckt, und das ist wieder das Danke, was ich auch hier schon verwendet habe. Mehr braucht es einfach gar nicht. Noch drei Halbperlen, die gehen im Video tatsächlich ein bisschen unter, aber wenn man die Karten in echt sieht, erkennt man sie ein bisschen besser. Dann gab es noch diesen Aufleger mit Dream Big. Und da habe ich einen schwarzen Rand zugemacht und einfach auch nochmal, das ist auch wieder das Papier. Das ist so ein großer Bogen. Da kriegt man eine ganze Menge Aufleger und kleine Stücken raus. Den habe ich einfach in den Hintergrund gesetzt und noch so eine Halbperle in Herzform. Und schon ist auch die Karte fertig. Hier habe ich den Eiffelturm verwendet. Auch das ist ein Reststück von einer anderen Karte, die noch
kommt, der liegt hier noch nicht. Dann der Eiffelturm, da habe ich noch ein paar Halbperlen drauf gesetzt. Und das Hello ist auch aus dem Set, wo auch das Thanks mit drin ist. Ich liebe diese Marmor-Hintergründe, muss ich sagen, weil die wirklich einfach, ja, das ist der Fokus. Noch ein Spruch dazu. Hier habe ich zwei Reststücke verwendet und so ein Fähnchen gemacht, noch ein paar Halbperlen dazu und schon ist das fertig. Wenn ihr das nicht, die Sprüche nicht selber per Hand ausschneiden wollt, könnt ihr natürlich auch Wortstanzen verwenden. Ich habe hier gerade eine rumliegen. Sowas würde hier drauf natürlich auch sehr gut aussehen. Oder ihr stempelt eben, das folgt noch, ihr stempelt eben direkt auf das Papier. Das zeige ich euch gleich noch. Erstmal habe ich noch eine Karte wieder mit ja, schon einem Spruchkärtchen, was da drin war. Ich finde die Farben total genial. Habe hier einfach noch mit dem hellen Marmor gearbeitet und dann mit dem schwarzen. Und dadurch sticht das schön heraus und habe noch ein paar Halbperlen draufgesetzt. Und dann war es das auch schon. Hier ist jetzt der Rest von dieser Karte. Wenn ihr seht, die habe ich etwas gekürzt, damit das Papier richtig drauf passt. Und weil sonst hätte das komisch ausgesehen, wenn der Rand auf der einen Seite viel breiter gewesen wäre. Ihr könnt das natürlich auch kleiner zuschneiden und dann auf einer normalen Karte verwenden. Noch ein paar Halbperlen und den Spruch dazu. Und mehr brauchst du da gar nicht. Die Karte finde ich total lustig. Hier habe ich quasi Ton in Ton gearbeitet. Das ist Bermuda-Blau und passt super zu diesem ja, weiß-grünen marmorierten Hintergrund. Sieht fast ein bisschen aus wie Rasierschaumtechnik. Und auch hier habe ich einfach noch ein paar Halbperlen zugesetzt und damit mal Ton in Ton gearbeitet. Die Karte mag ich auch total gerne. Ich weiß nicht, super einfach, aber dadurch, dass ihr mehrere Lagen habt und die versetzt hier auf der Karte sind, ist das total mein Ding. Der Spruch ist aus einem Viva Decor Stempelset. Die Sprüche mag ich ja total gerne. Das ist dieses hier. Hab einen tollen Tag. Und das Set werdet ihr gleich noch bei den restlichen Karten auch sehen. Und wenn wir einmal dabei sind, habe ich auch das andere Viva Decor Set verwendet. Das habt ihr in den letzten Wochen schon häufiger gesehen, gehört definitiv zu den Stempelsets, auf die ich am meisten zurückgreife. Und zwar habe ich diese Karte gemacht. Einfach wieder das Motivpapier, einen weißen Aufleger, vier Halbperlen. Das sind auch super alte knallpinke Halbperlen vom Action. Und mehr braucht es gar nicht. Hier, falls ihr meinen Action-Haul von gestern gesehen habt, ich habe euch ja die neuen oder ja, doch die aktuellsten Stanzen, soweit ich weiß, gezeigt. Und da habe ich euch die auch ausgestanzt. Und das lag hier rum und dann habe ich gedacht, das passt irgendwie zu der Karte. Ich habe einfach das herzlichen Glückwunsch auf das Motivpapier gestempelt, das ja, Element dazu und eine Halbperle. Nochmal mit Alles Liebe habe ich bei diesem hier gearbeitet. Auch wieder. Die sind eben, finde ich, bieten sich super an, um sie zu layern, weil alleine wäre es mir dann, wäre mir der Rand einfach zu groß. Jetzt bei diesem Modell. Und auch hier habe ich einfach mit ein paar Halbperlen das Ganze dekoriert. Dankeschön geht natürlich auch immer. Und auch hier habe ich ganz einfach mit meinem Versa Fine Clair gestempelt. Das habe ich einfach immer so, habe ich gar nicht abgemessen, sondern so ungefähr mit meinem kleinen Hebelschneider abgeschnitten. Habe geguckt, ob das passt von den Verhältnissen. Und auch hier wieder ein paar Halbperlen dazu. Und mehr braucht es gar nicht. Ihr könnt natürlich hier noch so ein paar Blümchen zum Beispiel hinsetzen. Aber es geht auch so, wenn es mal wirklich, wirklich schnell gehen muss. Noch einfacher als die letzten Karten sind diese hier. Denn hier habe ich einfach die folierten Papiere genommen und habe einmal drauf gestempelt und das dann mit 1 mm Foampads auf die Karte gesetzt. Einfacher geht es wirklich nicht, aber der Effekt durch die Folie ist einfach genial.
Und das geht natürlich nicht nur mit alles Gute zum Geburtstag, sondern auch mit herzlichen Glückwunsch. Muss ich sagen, das Papier mit der Folie gehört definitiv zu meinen Favoriten. Oder ihr nehmt das Papier, was nicht foliert ist, und setzt einfach einen Aufleger in Weiß drauf und stempelt den Spruch. Hier bieten sich natürlich große Sprüche an, weil die noch hervorstehen können gegenüber dem marmorierten Effekt. Ich würde da nicht mit kleinen Sprüchen arbeiten, die gehen einfach unter. Und die letzte Karte ist diese hier. Denn das ist ein quadratischer Aufleger. Ich glaube, 12,5 war der ungefähr. Und da habe ich einfach einen weißen Aufleger in quadratischer Form zugeschnitten, habe den Spruch aufgestempelt, noch den I-Punkt durch dieses kleine Herzchen ersetzt und dann ist auch das schon fertig. Ich habe euch jetzt nicht die Innenseite gezeigt, da habe ich einfach die Reststreifen, die übrig waren, verwendet. Und ja, ich kann ja mal gucken, ob ich jetzt noch eine finde, wo ich was eingesetzt habe. Hier zum Beispiel, da habe ich einfach so ein kleines Fähnchen draus gemacht. Ja, ich weiß gar nicht, wie viele Karten das geworden sind. Es sind 21 Karten geworden und ich habe erst ein Drittel verbastelt. Das heißt, ihr könnt da locker über 60 Karten rauskriegen. Ich hoffe, euch haben diese Ideen gefallen. Wenn ihr den Block habt und ihn noch nicht benutzt habt, nehmt ihn euch zur Hand, man kann wirklich, wirklich tolle Dinge damit machen und ihr werdet sicherlich in Zukunft noch sehen, was ich mit den anderen Papieren gemacht habe. Bleibt gesund, bleibt vor allen Dingen kreativ, bastelt fleißig und wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Also bis dahin, tschüss!